Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Tour ETS 2. Ja, ihr seht, genau dort neu, wo wir gestern stehen geblieben sind. Wir müssen unseren Trailer holen und dann fahren wir nach Le Havre. Das heißt, da wir hier bei uns an unserer Garage sind, werde ich jetzt erstmal einmal eine Runde danken hier, ne? Einen Blick auf meine süße, schnuckelige Beifahrerin lenken. Ja, mein lecker Mäuschen, ne? So. So, wie sieht's denn hier aus? Hm? Sie sehen Sie nichts? So, wir müssen hier rein. Genau, es war gelbes Blinklicht. Und holen da vorne unseren Trailer ab. Ach, das klappt hier. Genau, schön anhalten. Nicht mit dem Scania anlegen, das bringt euch eine Stimme. So, da ist unser Auftrag. Natürlich wieder ein Krone-Trailer, ne? Logisch, es geht hier um die Krone, genau. Es geht hier um die Krone-Challenge. Hey. Und auf geht's. Machen wir in dieser Folge fertig. 298 Kilometer ist nicht die Welt. Wir haben gelernt, 150 Kilometer in einer Stunde. In 5 Minuten, Entschuldigung. Von daher. Oh, dann alle schick, wenn man hier was sehen könnte, wäre das ja schön, ne? Le Havre, dann haben wir 9, dann fehlen noch 3. Dann wird's weltmeisterlich. Der fährt da weiter, von daher haben wir hier Platz genug und können hier lecker machen. Perfekt. So soll es sein. Schön flüssig fahren hier. Wie jetzt? Wer war das? Die ersten Challenges, die ersten 3, glaube ich, habe ich gemacht in einem, ja, beim Testen mit einem anderen Profil. Deswegen habt ihr davon nichts mitbekommen. Das war noch so mit diesen Lenkproblemen und so weiter. Aber wenigstens die letzten fahre ich mit euch hier zusammen. Außerdem ist es ja auch völlig irrelevant, verfahren. Wir können danach mal wieder einen Schwertransport oder so machen. So.
waren wir irgendwie schon mal. Wie fahren wir denn jetzt überhaupt? Wie haben wir? Ach so, genau, da rechts, das müsste der Europort sein. Ich weiß nicht, ob das in Cali auch so heißt, Europort, sag ich schon, beziehungsweise der Bahnhof, mit dem man dann in den Tunnel reinfährt. Ja, nee, Europort ist das Ding in Amsterdam, ne? Rotterdam, Amsterdam, ne? Das ist dieses Riesending, das ist Europort. In dieses Teil hier heißt, weiß ich nicht, ich weiß nur, wo man da hinkommt. So, gerade ein bisschen geeiert. Jetzt bin ich nämlich in Real ein bisschen müde. Aber wir kriegen das hin. Muss dann gleich sowieso erstmal rendern, weil sonst habe ich nämlich die Festplatte voll und nichts geht mehr. Ne? Hier hängt es jetzt ein bisschen. Hat gepasst. Damit sind wir an ihm auch vorbei. Sehr schön. 200 Kilometer noch circa vor uns, das geht dann recht flott. Dann sind wir dann auch da. Bin gespannt, was wir bekommen, wenn wir alle Challenges fertig haben. La Rochelle haben wir auch noch nichts hingeliefert, das müsste passen. Das ist ja das Manko noch an diesem. Das habe ich ja schon gesagt, das ist das Manko so ein bisschen an dieser Challenge. Du darfst, wohl, wenn ich das richtig gelesen habe, nur jeden Ort einmal anfahren und da was abladen. Kriegt man ja dann das Krone-Update kostenlos. Hm, wer weiß das? Das könnte ja, hat ja irgendwas mit Krone zu tun. Es kann schon sein, dass das ist die Krone-Trailer, so wie die, die Schwarzmüller-Trailer, dass die als DLC reinkommen, was man eben meinetwegen für 1,99 oder so kaufen muss. Und dass wenn man hier diese Challenge draußen läuten die Glocken, auch nicht schlecht. Dass wenn man hier diese Challenge erfolgreich abschließt, dass man dann dieses Package quasi geschenkt bekommt. Das wäre natürlich möglich und ja auch ganz nice, ne? Ja, ich würde sagen, das meiste von dieser Tour haben wir auch. Polizei. XP.
Blitzi, Blitzi. Er wollte nichts von uns. Sehr schön. Ja, in einem der nächsten Videos kann ich euch dann wohl erzählen, was aus dem Prozess geworden ist. Deswegen ich jetzt alle naselang nach Osnabrück fahre, zum Landgericht. Bin sehr gespannt. Das wird jetzt eine sehr spannende, es werden sehr spannende Schlussverhandlungen, ich meine, jetzt überhaupt. Interessant ist natürlich immer, wie so Sachverständige und so weiter versuchen, das zu beschwichtigen. Und das geht immer wieder nach dem Motto, ja, er hatte ja eine schlechte Kindheit und Drogen und hast du nicht gesehen. Ich meine, mein Stiefvater war auch ein Arschloch, deswegen bringe ich keine Leute um. Ich finde es unmöglich, dass das immer damit, ja, wie soll man sagen, damit ausgeredet wird. Welche andere Geschichte auch. Warum läuft jemand, muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, 21 Jahre alt, 92 Straftaten bereits auf dem Kerbholz mit Raub und so weiter und so fort. Wieso wird diese Person immer noch, oder warum lässt man diese Person immer noch frei rumlaufen? Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Ich verstehe unsere deutsche Gesetzgebung, das verstehe ich echt nicht. Und einer, der den Rundfunksbeitragsservice nicht bezahlt, der landet hinter Gittern. Ja, natürlich zugegeben, der ist gefährlich, ne? Der bezahlt einfach nicht. Und trotzdem, das ist natürlich das ist so ein blöder Mord. Das ist doch. Ist doch nichts dagegen. Ich find's unmöglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Was habt ihr vor da vorne? Darf ich raus? Nach dir. Stumpf. So. Bleib, wo du bist. Hör auf zu blinken und bleib, wo du bist. So, da vorne ist nochmal eine Mautstation. Ach, 30, das geht doch auch schneller, Mensch. So, 68 Euro schon wieder für Maut, das ist unglaublich. Kilometer haben wir noch, dann sind wir da. Wird doch fast noch in die Leitplanken gerasselt. Sind wir jetzt aber mal sportlich unterwegs gewesen, du mein lieber Mann. Komm nicht auf die Idee abzubiegen. Wo kommst du schon wieder her?
so ein Atomkraftwerk, oder? So, ruf hier. Und da hinten ist unser Parkplatz. So. Abladen, wieder eine Folge durch. Was haben wir denn jetzt geschafft? Wie viel müssen wir denn noch? Geht natürlich immer alles ausgezeichnet. Fortfahren. Außergewöhnlicher Champion. Wir haben 9 von 12 fertig. Guckt euch das mal an. 3 Stück noch. Dann haben wir diese Krone-Geschichten durch. Mal sehen, wo wir von hier aus hinfahren können. Wir sind in La Rochelle. Nee, Le Havre. Le Havre? Ja, Le Havre. Und hier gibt es schicke Auflieger. Aber... doch, da ist eine. Nach Manchester, Großbritannien. 797 Kilometer. Seeweg ist davon nur 60. Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen weit. Milano, Italien, noch weiter. 1198 und nur fahren. Nach Lodz, Polen. 1503. Da werde ich mal Folgendes machen. Von diesen Aufträgen nehme ich erstmal gar keinen. Sondern wir gucken mal. Ich weiß auch gar nicht, welche Sendezeit ich habe. Wir haben hier eine Garage. 1 Kilometer entfernt ist die. Da fahren wir jetzt mal hin. Wir werden eine Runde da pennen. Dann mal schauen. Sich eventuell am nächsten Tag hin, weil das ist mir alles ein bisschen weit. Klar, man könnte jetzt nach England fahren. So, hier sieht man schon unsere Garage, sehr schön. Hier können wir ja Aufträge uns angucken und wir können ja bis zu 3-mal schlafen. Richtige zu bekommen. So, machen wir mal. Escape. So, was haben wir denn jetzt? 24 Stunden später. Und wie gesagt, wir brauchen einen Krone-Auflieger. Ist gar nicht mehr da, wa? Manchester, ne, das ist die gleiche Kacke. Escape nochmal. Nochmal schlafen. Escape. Start your engine. Aufträge suchen. Ich glaube, jetzt ärgern sie uns. Einmal probieren wir es noch. Ansonsten müssen wir dann tatsächlich Manchester nehmen, ne? So, und mehr schlafen können wir nämlich nicht. Wir haben jetzt 3 Tage ausgeschlafen.
Aufträge suchen. Ja, alter Mann. Sind mir gar keine mehr da. Doch, Manchester immer noch. Okay, dann machen wir daraus zwei Folgen. Dann schauen wir weiter. Ich bedanke mich bisher erstmal bei euch fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Mal und sage bis dahin, ciao, ciao.